Hallo und herzlich willkommen zu Folge, ich glaube 155 sind wir jetzt mittlerweile schon. Eine kleine Bitte, ich nehme wieder ein bisschen auf Vorrat auf. Das heißt, wundert euch bitte nicht, wenn eure Ratschläge und Tipps nicht all zu schnell angesprochen oder bearbeitet werden. Wie gesagt, wieder ein bisschen, hab ziemlich Hi, Bock. gestern Abend habe ich zu viel Sumpfkraut geraucht und da ist mir in der Nacht ein System eingefallen, wie man blockende Gegner überwinden kann. Du denkst über Sachen nach. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht zurechnungsfähig. Ich habe auch andere Sachen geträumt, von denen willst du gar nichts wissen. Wie dem auch sei, wenn du willst, sage ich dir, wie die Technik funktioniert. Was blockende Gegner? Block brechen? Ja klar, her mit. Wie kann ich einen Block brechen? Du musst den Gegner glauben lassen, dass du auf seine Beine zielst. Dein Blick und seine Körperstellung muss ganz darauf ausgerichtet sein. Im letzten Moment ziehst du das Schwert hoch. Wenn du Finte klappt, ist sein Oberkörper ungeschützt. Das wird aber sicher nicht jedes Mal klappen. Wenn du ein besseres Rezept kennst. Schon gut. Danke für den Ratschlag. Wird schon hoffentlich sich gelohnt haben. Balner Mip schickt mich. Ich soll ein Paket bei dir abholen und es zu Constantino bringen. Sehr gut, dann kann ich mich weiter meinen Forschungen widmen. Ja, Forschung sehe ich, wie du forschst. Ich soll außerdem einen Lagerbericht abholen. Einen Lagerbericht? Wenn das so ist, dazu brauche ich aber eine Flasche Zauberwasser für das Sumpfkraut. Woher bekomme ich Zauberwasser? Constantino braut es. Du wirst es bei ihm bekommen. Sag ihm, er soll es auf die Rechnung setzen. Na gut. Da hat er bestimmt Bock dem drauf. Ziel entgegen. Musst du Constantino für dich drauf pfeifen? Naja, von mir aus. Wo müssen wir denn hin? Hafenstadt. So. Gute alte Stadt. Lang ist es her. Da erzähle ich gar nichts mehr. Und bald sind wir ja auch gar nicht mehr unterwegs. Nebenbei kommen wir eventuell. Hey du! Was wolltest du noch mal haben? Kann ich es abgeben? Ich habe deinen Aushang an der Anschlagtafel gesehen. Was? Zeig her, tatsächlich, alles dabei. Nicht in bestem Zustand, aber gerade noch zu gebrauchen. Hier ist deine Entlohnung. Nächstes Mal bitte bessere Qualität, ja? Ich hau dir gleich auf den Deckel. Hey. Warte, was kannst du? Nee, du kannst mir nicht. Bring mir da. Du kannst mir ja genau das normale edle Schwert, das brauche ich nicht. Okay, mal die schon mal abgeben können, die Quest. Das ist ja sehr. Also diese Anschlagtal-Quest. Ich war jetzt gerade eigentlich eher so auf Glückversuch, aber. Es hat jetzt wieder ein bisschen gut EP gegeben. Was willst du? Ich soll dir dieses Paket hier von der Bruderschaft bringen. Ah, das wurde aber auch Zeit. Hier. Bring das bei Namib. Sag ihm, es ist das Beste, das zurzeit auf dem Markt ist. Ich soll auch eine Flasche Zauberwasser mitnehmen. Zauberwasser? Du hast Glück, ich hab bloß noch eine Flasche. Das macht 500 Goldstücke. Uiuiui. Setz es auf Lesters Rechnung. Was? Der Trunkenbold steht bei mir ohnehin schon mit 3000 Goldstücken in der Kreide. Nimm's da. Entweder du zahlst die 500 Goldstücke samt Lesters Schulden oder du bekommst gar nichts. Hast du nicht vielleicht etwas zu tun für mich? Nun, jetzt da du es erwähnst, wie ich bereits gesagt habe, geht mein Zauberwasservorrat zur Neige. Besorge mir die Zutaten für eine neue Ladung, dann sehen wir, wie wir ins Geschäft kommen. Na gut. Was brauchst du alles? Ich brauche 10 Flaschen Wasser, 2 Flaschen Salzwasser, 5 Feuernesseln und 5 Heilpflanzen, 3 Blauflieder und einen Feldglüterich. Hier hast du eine Liste. Wie komme ich an Salzwasser? Woher bekomme ich Salzwasser? Wo willst du wohl Salzwasser finden? Im Meer, du Idiot. Frag den Fischer, vielleicht füllt er dir was ab. Okay. Wo finde ich Feuernesseln? Die gibt's fast überall. Beim Kloster der Feuermagier sollen aber recht viele sein. Wo finde ich Heilpflanzen? An den Wegen und im Wald wirst du sicher was finden. Wo finde ich Blauflieder?
Das Zeug wächst überall. Schau dich mal an Wegrändern um. Wo finde ich Feldknöterich? Hier in der Stadt wirst du keinen finden. Geh raus und schau dich um. Natürlich ist ja eine sehr große Hilfe, aber den Kram findet man auch überall. Also da ist nichts Spezielles dabei, außer dieses Salzwasser. Also was heißt dieses Salzwasser? Einfach Salzwasser. Also einfach beim Fischer fragen, ob er es uns abfüllen kann. Aber das wäre jetzt so der einzige Gegenstand, der mir nichts sagen würde. Also, wenn du wohl kein Bild vor Augen hast. Alles andere ist ja vollkommen klar. Die Pflanzen haben wir zur Genüge. Normales Wasser aber auch zur Genüge. Aber gerade beim Salzwasser wäre das eventuell knifflig geworden. Hey. Auf Fischer, mach mal. Hast du Salzwasser? Wofür brauchst du denn Salzwasser? Konstantino braucht es für sein Zauberwasser. Na, wenn das so ist. Wie viel brauchst du denn? 2 Flaschen. Hier hast du 2. Und jetzt beeil dich, wird Zeit, dass Cardiff wieder eine Lieferung bekommt. Hey Cardiff? Wieso Cardiff? Was brabbelt denn der jetzt von Cardiff? War das jetzt einfach nur irgendwie ein kleiner Dialogfehler oder brabbelt der mich damit irgendwie bezüglich was anderem an? Also nicht, dass Cardiff jetzt gleich das Salzwasser kriegt, aber... Hast du irgendwas überhaupt so? Nee, hast du nicht. Okay, äußerst seltsam. Aber von mir aus. Ich ignoriere es. So, dann haben wir die Quest erledigt. Haben uns Geld gespart. Hey. Ich habe alles. Sehr gut. Gib schon her. Den gebe ich auch die ganze Zeit irgendwelchen Kram. Ich habe für den 2 Anschlag-Quest erledigt. Jetzt eine Flasche? Du hast mir sehr geholfen, das muss ich zugeben, aber das deckt Lesters Schulden noch nicht. Liefere diese 4 Lieferungen noch aus und wir sind quitt. Eine Lieferung geht an Orlan, Taverne zur Totenharpie, eine Lieferung geht in die Kneipe im Hafenviertel, eine geht in die Kneipe hier, in der Unterstadt, und eine Lieferung geht an die Söldner auf Unais Hof. Gib sie dort Thekla. Von mir aus. Es ist unfassbar. Muss ja alle Tavernen noch abdecken. Ich habe hier eine Lieferung Zauberwasser. Wird auch langsam Zeit. Ich will nichts hören. Was ist das überhaupt? Zauberwasser. Wert 1 hat einen Wert von 500. Das ist ja echt gestört. Was ist das für ein Kram? Also wenn wir hier auf die Quests hier scheißen würden, würde ich sagen, wir können hier großes Geld machen. Aber gut, so groß auch nicht. Eine Flasche für 75 verkaufen, wir haben 32 dabei. Das ist schon ein bisschen was, aber ja gut, das lohnt sich jetzt trotzdem nicht wirklich, nee. Ich habe hier eine Lieferung Zauberwasser. Wird auch langsam Zeit. Ich will nichts hören. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, seit dem, Kapitelwechsel haben wir jetzt auch gar nicht so viel hier gemacht, ne? Alles in allem. Hey. Vielleicht gibt es auch hier neue Quests überall, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ist schon so lange her. Aber wobei, ne, ein bisschen was haben wir ja sogar noch erledigt, erst letztens. Ne, die verweisen mich jetzt wahrscheinlich eher auf die Söldner im Minental. Guck sie mal einen an. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Das hätte er doch besser wissen. Wie ich sehe, ist die Kravel-Rüstung fertig. Ja, meine. Für deine brauche ich noch ein paar Tage. Alles nur Gerüchte? Ach so, ja. Ist die Rüstung schon fertig? Nein, ich brauche noch etwas Zeit. Doch besser wissen müssen. Ja, das Schöne ist, dass ich jetzt hier nicht... Naja. Wer erzählt denn sowas? Ja, jetzt habe ich halt nicht, ich hätte das vielleicht vorher triggern sollen, dann hätte er bereits vielleicht mal fertig mit meinem, aber jetzt hat er anscheinend erstmal ein paar Wochen gebraucht, um seine eigene fertigzustellen. Naja gut, das eilt ja nicht.
Lebensalt ja nicht. Hey, du! Ich hätte das nicht gemacht. Ich habe hier eine Lieferung Zauberwasser. Das nicht los, wird auch langsam Zeit. Ach, wie alle rumnödeln, man sieht's doch gar nicht. Doch auf der Hand. Leck mich mal querkant. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ja, wo ist ich war ganz allein. Das hätte er doch besser. Ach, Taverne. Ich depp. Mann, oh mei, das ist eine Arbeit hier. Mit mir kann man sowas nicht machen. Ich habe hier eine Lieferung Zauberwasser. Wird auch langsam Zeit. Beehre mich bald wieder. Kannst du mich mal am Arsch lecken? Lässt er uns gar nicht was schuldig, ey. Aber muss ich sagen, habe ich nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich die Aufnahme zum Sumpflager in der Stadt bearbeiten muss. Aber ist ganz nett gemacht. Gefällt mir ziemlich gut. Ich freue mich sogar schon, dass wir bald wieder ins Minental können. Ich habe hier genug von der Stadt. Hey, du! Ich habe das Zauberwasser ausgeliefert. Gut, hier hast du dein Zauberwasser. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Sonst noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Halte mal kurz. Was will? Du kannst uns einiges beibringen, aber nicht das, was wir brauchen. Sehe ich das richtig? Arsch. Okay. Dann nicht. Übrigens, mir ist der Unterschied immer noch nicht so ganz geläufig zwischen den ganz normalen Tränken und Trank der schnellen Heilung. Oder sowas wie ein leichter Heiltrank. Ich habe noch keine Ahnung, was das sein soll. Übrigens, was mir auch mal aufgefallen ist, hier, das Gegengift haben wir hier noch am Start. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, oder? Mir gerade mal so aufgefallen. Wann war es das letzte Mal, dass wir vergiftet waren, oder? Krankheit hat, ne? Ist echt schon länger her. Man erzählt sich ja so einiges. Und wir haben uns schon gut durch die Gegend geknüppelt, so ist nicht. Entweder sind wir da einigermaßen gut Krankheitsresistenz haben wir von 3. Gift sind wir noch nicht resistent. Kommt mit der Zeit wahrscheinlich auch noch. Lass mal hier zu Lester den Scheiß abgeben. Zurück ins Minental. Da ist der Wohlfühlfaktor einfach am größten. Den ganzen Kram wird den auch noch erledigt für den Kerl. Gibt's ja gar nicht. Hier, Zauberwasser. Gut, endlich habe ich mein Zauberwasser. Ich musste arbeiten, um deine Schulden zu bezahlen. Danke. Das werde ich mir merken. Wofür brauchst du dieses Zauberwasser eigentlich? Nun, es gibt nichts Besseres, als einen harten Arbeitstag mit einem Stängel Sumpfkraut und einer Flasche Zauberwasser zu beenden. Mhm, ein harter Arbeitstag. Warte mal, das heißt Zauberwasser ist ein Getränk? Was dachtest du denn, dass es sowas wie ein Wunderdünner ist? Du, ach egal, was ist mit dem Lagerbericht? Ah ja. Sag bei Namib, dass das Sumpfkraut den Umständen entsprechend sehr gut gedeiht. Obwohl die Luft nicht feucht genug ist und hier keine Sonne scheint, wächst es sehr gut. Okay, ist doch super. Dem Ziel entgegen. Ja, ich weiß. Speichern wir mal ab. Und mach's gut, Lester. Auf zum Ball, Namib. Wenn ich da hier im Minental rumeiern. Hat ja alles reibungslos geklappt. Finde ich sehr gut. Servus, Meister. Ich habe das Paket zu Konstantino gebracht. Er hat mir das hier gegeben. Ah, sehr gut. Bring es auf die Felder zu Valor. Ich war auch bei Lester. Und? Was sagt er? Sprich schon. Er sagt, dass das Sumpfkraut in der Höhle ungewöhnlich gut gedeiht. Er hat irgendwas von den Schwarzmagiern gesagt.
Ausgezeichnet. Hast du das Paket eigentlich schon zu Balnoa gebracht? Nein? Na, dann beeil dich und bring es ihm. Melde dich danach wieder bei mir. Alles klar, von mir aus. Dem Ziel in... Von mir aus, dem Ziel entgegen, sagen sie jetzt. Nicht mehr sowas wie der Schläfer, sei mit dir. Glaubst du wirklich? Schade, ne? Schade, dass ich das nicht gehalten habe mit dem guten alten Schläfer. Ja, aber noch Novizen, die können wir noch abklappern. In dem Viertel waren wir noch gar nicht. Nur bei der Krautstampfer. Du lebst noch? Dank dir nochmal, dass du mir damals geholfen hast. Wie kommst du eigentlich in dieses Lager? Nachdem ich in Kurines erfolglos mein Wirtshaus geführt habe, musste ich wegen Goldmangel den Wein mit Wasser verdünnen. Als das rauskam, haben sie mich in die Kolonie geworfen. Ich war erst Butler, hab mich dann aber doch der Bruderschaft angeschlossen, da das Leben hier wesentlich angenehmer ist. Wenn du meinst. Irgendwie die... Ah, so war das sogar unverarbeitetes Sumpfkraut, naja. Hey. Wer bist du? Ich bin Balurun und kümmere mich um die Herstellung der Sumpfkrautstände aus Sumpfkraut. Okay. Kann man sich merken. Und dich noch. Sehr gut. So, pass auf, wo waren das jetzt nochmal genau? Wo waren die Kameraden? Oh, hier ist Sumpfkraut. Da hinten waren sie nicht, da waren nur Sumpfeier. Kurz wieder orientieren, wo das war. Die Sumpfkrautsammler. Jetzt gammel ich wieder im Moor rum. Bäh. Ah, nicht die schon. Ich glaube ja, oder? Oh, hatte ich nicht. Da müssen wir aufräumen noch ein bisschen. Scheiße. Ich habe... Du warst doch... Gut. Zum Glück habe ich abgespeichert. Ich weiß, jetzt geht's los wie in der letzten Folge. Dass ich die ganzen Novizen ausraube. Warte mal. Aber wie ich jetzt hier feststellen muss, hatte ich ja noch nicht alle. Oh, jetzt gibt's schon 92 EP. Ich kann übrigens auch gar nicht sagen, ab wie viel erfolgreichen Taschendiebstählen das dann nach oben schießt, aber das ist wohl doch ein gutes Geschäft gewesen mit dem Taschendiebstahl. So, da ist noch ein Templer, so, wo waren denn jetzt hier die Kameraden? Hier waren sie doch. Sehr gut. Ich habe mal gedacht, ob der Ball-Nate-Back auch noch da ist. Ist ja der größte von den allen. Muss man dazu sagen. Der größte Guru hier im Sumpf. Der allergrößte. Das ist der, der ein paar Stängel zu viel simultan geraucht hat. Denn der ist der Herr der Bäume. Ist hier quasi der Chef der Natur. Könnte man sagen. Guck mal, wie viele Heilkrautpflanzen hier wachsen. Also die sammeln nur das vergammelte Sumpfkraut hier. Damit sie sich ins Nirvana schießen können, die Kerle. Guck, wissen wir es nämlich auch mit. Nehmt euch mal die Arbeit ab hier. Kann ja nicht sein. Beziehungsweise es gibt auch mehrere Sammler, fällt mir gerade mal so auf, ne? Also mehrere Stellen, an denen Sumpfkraut gesammelt wird. Gerade eingefallen. Dürfen wir aber nichts außer Acht lassen, ne? Alles hier mitnehmen. Ist das überhaupt hier Balors Sumpfkraut-Trupp? Ja, ist es immerhin, okay. Immerhin, das war richtig. Ich sammle hier noch die ganzen Pflanzen.
Und dann reden wir mit ihm. Und hier haben wir noch weitere Feuernesseln und wahrscheinlich Heilpflanzen. Damit hätten wir wahrscheinlich alles wieder gut gemacht, was wir im Konstantino mitgegeben haben. In dem Sinne war das jetzt natürlich überhaupt nicht wild. Unkraut ist hier sogar auch sowas, aber... Und was... Na, nur... Ich habe eben ganz kurz gehofft und gedacht, es würde sich hier um einen ganz guten Shit handeln. Ich dachte, es wäre eine Drachenwurzel gewesen. Aber so irrt man sich. Gehen wir nochmal den kleinen See entlang. Haben wir da noch irgendwas? Wertvolle Kräuter oder so? Nee, aber immerhin Heilpflanzen. Und noch Heilkraut. Sehr gut. Würde ich sagen, die Folge war eigentlich relativ produktiv. Und unsere Aufnahme steht wahrscheinlich nicht mehr so viel im Weg. Hoffe ich mal. Und noch ein Ast auf dem Boden. Ah, noch ein Ast. Äste brauchen wir auf jeden Fall auch. Für diese Anschlagtafel-Quests. Rupfen wir natürlich alles aus der Erde raus, klar. In der nächsten Folge reden wir dann direkt am Anfang mit Balor. Rauben ihn hoffentlich auch noch bestmöglich aus, so wie seine Kameraden. Dann gehen wir zum Bal und schauen dann mal, wie es aussieht. In diesem Sinne lassen wir die noch ein bisschen weiter sammeln und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.